Heute gibt es bei mir Low Carb Pizza. Dafür habe ich hier 200 Gramm Magerquark, 3 Eier, geriebene Mozzarella, das sind etwa 175 Gramm, Oregano und Pfeffer. Für den Belag habe ich mich für was Vegetarisches entschieden. Dafür habe ich hier kleine Tomaten, kleine Mini-Mozzarella, dann hier passierte Tomaten und etwas Basilikum. So, den Magerquark gebe ich jetzt in eine Schüssel. Zusammen mit dem geriebenen Mozzarella-Käse. Den 3 Eiern. So, das Ganze wird jetzt erstmal durchgerührt. Ich würde euch allerdings raten, wenn ihr das Ganze nachmacht, dann holt bitte einen gleich geriebenen Mozzarella-Käse, weil wenn ihr den am Stück holt, dann wird der Teig dann noch flüssiger. Jetzt würze ich den Teig mit Pfeffer. Und Oregano. Und jetzt gebe ich meinen Teig auf eine mit Backpapier ausgefaltetes Backblech. Verteile das schön. Ihr könnt in der Zwischenzeit, während ihr den Teig zubereitet, übrigens auch schön den Backofen schon mal vorheizen. Weil bevor ihr das nämlich alles belegt, muss der Teig nämlich nochmal für 10 Minuten etwa in dem vorgeheizten Backofen. Aber in der Zwischenzeit kann ich mich schon mal um meinen Belag kümmern. Das heißt, die Tomaten hier, die schneide ich erstmal halb. Ebenso die Mini-Mozzarella. Dann habe ich noch beschlossen, ich werde die passierten Tomaten auch noch mal ein bisschen würzen mit Oregano. Und getrockneten Basilikum. Weil sonst ist es ja keine Pizza mehr. Wenn ihr übrigens noch mehr Pizza-Videos von mir sehen sollt, dann werde ich euch mal ein paar unten verlinken. Zum Beispiel meine Hotdog-Pizza oder meine weiße Pizza. Ich hatte auch schon mal eine Pizza mit Käserand gemacht oder eine Pizza Calzone hatte ich auch schon mal gemacht.
Nach etwa 12 Minuten habe ich meinen Teig aus dem Backofen genommen. Und jetzt bestreiche ich ihn mit meinen passierten Tomaten. Übrigens wurde ich bei meiner letzten Pizza ganz schön zurechtgewiesen, weil ich nicht bis zum Rand gemacht habe. Also werde ich sie heute bis zum Rand machen. Jetzt kommen die Mozzarella-Kugeln drauf. Und ich denke mal, ich werde noch ein bisschen geriebenen dazu machen. So, das ist jetzt käsig genug und jetzt mache ich meine halbierten Tomaten. Die tut ihr am besten mit der Schnittseite nach unten auf eure Pizza. Und schließlich das Basilikum. So, und das Ganze kommt jetzt nochmal für weitere 10 bis 15 Minuten in den Backofen. Meine fertige Pizza war jetzt vor 15 Minuten im Backofen. Und die werde ich jetzt anschneiden. Und da werde ich euch davon nochmal was zeigen. Und das ist jetzt meine Low Carb Pizza. Sie ist etwas dünn. Also wenn ihr den nachmacht, dann versucht mal einen etwas dickeren Teig zu machen. Und ja, also es schmeckt, aber sie schmeckt sich ja. Ich habe schon mal probiert ein Stückchen, was mir leider etwas kaputt gegangen ist. So. Und wenn ihr das Ganze nachmachen wollt, schreibe ich euch das Ganze in meine Videobeschreibung. Und verlinke euch die ganzen anderen Videos, besser Videos. Außerdem verlinke ich euch das alles nochmal auf meine Webseite. Habt viel Spaß beim Nachmachen. Und einen schönen Abend noch.